Der brasilianische Pianist Nelson Freire ist im Alter von 77 Jahren in Rio de Janeiro gestorben. Das berichteten brasilianische Medien wie die Zeitung Folha de São Paulo unter Berufung auf ihre Vertreter am Montag. Das Außenministerium in Brasília schrieb am Abend, dass es diese Nachricht schweren Herzens erhalten habe. Die Todesursache des Künstlers war zunächst unbekannt. Am Dienstag fand in Teatro City in Rio eine öffentliche Gedenkfeier statt. Freire gilt als einer der besten Pianisten der Welt. Freire, der als einer der besten Pianisten der Welt gilt, stürzte 2019 auf einer Promenade in Rio. Er hat sich den Arm gebrochen und musste operiert werden. Seitdem hat er kein Konzert gegeben oder aufgenommen. Er wurde 1944 im Bundesstaat Minas Gerais geboren. Nelson Freire trat im Alter von 5 Jahren zum ersten Mal auf. Nachdem er im Alter von 12 Jahren bei einem Klavierwettbewerb in Rio den 7. Platz gewonnen hatte, erhielt er ein Stipendium für ein Auslandsstudium in Wien. Im Alter von 24 Jahren debütierte Freire mit dem New York Symphony Orchestra. Das Time Magazine nannte ihn einen der größten Pianisten der einen oder anderen Generation. Freire hat auf der ganzen Welt gespielt, hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewonnen, spielte mit Orchestern wie den Berliner, Wiener und St. Petersburger Philharmonikern sowie dem London Symphony Orchestra und war einer der großen Interpreten von Ludwig van Beethoven und Frédéric Chopin. Freire hat in Dutzenden von Ländern gespielt. Oft mit der argentinischen Pianistin Martha Argerich Philips Records akzeptierte ihn als einen der großen Pianisten des 20. Jahrhunderts.